Zahlreiche Gäste folgten am vergangenen Samstag der Einladung zur Einweihung des Kriegerdenkmals in Gestewitz. Nach langjähriger Sanierung konnte das neue Denkmal für die Opfer aus dem Zweiten Weltkrieg der Öffentlichkeit übergeben werden. Durch das Engagement des Ortsrates konnte das Denkmal von Pfarrer Matthias Lehmann eingeweiht werden. Ja, die Probleme. Ja. Erstmal Leute zu finden, die sich dahinter stellen mit. Dann Geldgeber, da bin ich ja froh, dass das Kirchenamt, der Herr Ludwig, sich dann auch eingesetzt hat. Und der Frau Lüttke, dass wir wenigstens noch ein paar Pfennige dafür gekriegt haben. Und den Rest haben wir dann mit Sponsoren erledigen können. Und letzten Endes auch die vielen freiwilligen Helden, wie mein Bruder, der die Borden mitgesetzt hat, das Pflaster angebracht hat. Das kann man, also Namen nennen ist eigentlich sehr schwierig, weil ich vergesse mit Sicherheit einige. Ja, aber wie gesagt, ich würde auch den Leuten, die hier geholfen haben, den vielen Leuten, von hier aus nochmal recht herzlich danken, dass es uns gelungen ist, dieses Denkmal mitten im Ort wieder ansehnlich zu gestalten. Neben der Sanierung des alten Denkmals konnte der Ortsrat Gestewitz aber auch eine neue Gedenktafel anfertigen. Das war kein Schriftzug mehr zu lesen. Und das hat mich eigentlich schon als kleines Kind gestört. Weil man ist ja neugierig, guckt sich das mal an. Und ja, wollte mal wissen, wer ist denn da drauf zu lesen gewesen. Das hat man alles nicht mehr erkannt. So, und da habe ich ja, vor 4 Jahren den Schluss gefasst, zur Not in alleinischer Arbeit den Stein wieder leserlich zu machen. Und zusätzlich haben wir recherchiert im Ortschaftsrat, wer war denn im Zweiten Weltkrieg noch im Krieg geblieben. Die Namen ermittelt mit Zusammenarbeit mit der Kirche und haben halt für die Opfer des Zweiten Weltkriegs einen kleinen Gedenktafel mit angebracht. Einmal mehr konnten die Gästewitzer beweisen, Zusammenhalt in der Gemeinde wird hier großgeschrieben.